Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Redstone U-Boot. Was ist das? Wo geht's da lang? Tja, das erfahrt ihr jetzt gleich. Nachdem ich kurz hier drin war und mir den Schlüssel geklaut habe. So. Den wird man später am Eingang erhalten. Und das habe ich halt offscreen hier jetzt gemacht. Das ist relativ einfach Technik. Stopp. Tür auf. Wir erhalten Schlüssel. Und tschüss wieder zu. Aufzug. Nicht beleuchtet, aber Knopf drücken. Wir fahren runter, fahren runter, fahren runter, fahren runter, fahren runter ins Lager. Komm. Und können hier ganz gemütlich ins Lager reinlatschen. Okay. Ich habe den Aufzug fertiggestellt. Er lässt sich jetzt auch von unten nach oben rufen. Oder was umgekehrt. Ich kann mir das nicht mehr. Konnte mir das jetzt nicht merken, aber egal. Man kann ihn auf jeden Fall rufen. Und er kommt. Warten wir noch, bis er oben ist. Was gleich der Fall sein wird. So. Und zack. Gut. Als nächstes, erstmal die Karte muss weg. So, als nächstes, wir haben hier noch ziemlich viel Platz in diesem gigantischen U-Boot. Und ich würde jetzt ganz gerne erstmal anfangen, die gute Frage, die Mensa zu bauen. Genau, das wollte ich sagen, die Mensa. Weil die Leute müssen auch noch was essen können. Und weil das so ist, muss ich ganz kurz mal was nachgucken. Wo war hier die Mitte? Die war hier bei diesem Block. Also ist sie hier. Also geht's hier durch. So. Ja, nein, ist versetzt. Nicht gut. Okay, dann machen wir was anderes. Dann machen wir das eben so auf. Da passt es auch wieder. Das machen wir jetzt erstmal ein Stück weit weg. So, weil die Leute, die hier an Bord arbeiten werden, müssen ja auch was essen können. Und dementsprechend brauchen wir auch einen Raum für jene Leute. Ich habe noch keinen gebaut. Und ich würde ganz ehrlich mal sagen, dass ich hier jetzt einfach mal erstmal so eine Art Gang einbaue. Ist gerade zwar nicht beleuchtet, macht aber nichts. Ich würde mal sagen, bis... Hier gehe ich noch. Gehe ich ein bisschen in die Breite. So. Ich hole mir mal hier diese Sea Lanterns. So, dann habt ihr auch ein bisschen Licht. So. Okay. Wir brauchen einen relativ großen Saal. Ich baue jetzt eine Seite vor und dann baue ich die andere Seite auch noch. So. Der Gang soll so eine Art Menü sein, das täglich neu aufgetischt wird. So.
Und ich sollte vielleicht das mal machen. So. Und erstmal da. So. Ich habe noch keinen Raum gebaut, wie gesagt. Das machen wir jetzt gerade in dieser Folge. Und ich würde gerne Fleisch, Kartoffeln und ja, eigentlich nur Fleisch und Kartoffeln und vielleicht Karotten noch mit einbauen. 1, 2, 3. Zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Dann machen wir Phil. Da. Bis damit Iron Block. So. So. Sieht nicht ganz so toll aus, muss er jetzt aber auch nicht. Wir brauchen nur einen riesigen Saal erstmal. So. So. Zack. Ich würde schon fast sagen, wir machen diesen Saal bis hier. Ja. Fülle von diesen Koordinaten bis dahin mit. Block und zack, schon haben wir ein riesiges Areal. So, dieses wird jetzt erstmal so beleuchtet. Hier machen wir das. Genau. So. Ich denke, ich muss nicht immer alles kommentieren, was ich hier gerade sage. Ich würde allerdings hier in die Seitenwände schon ganz gerne das einführen. Ja. Da geht's ins Lager. So, ich brauche jetzt erstmal eine Kiste, weil Lager symbolisiert bei mir Kiste. So, Kiste symbolisiert bei mir immer Lager und dementsprechend brauche ich auch der Kiste für der Lager. So. Und dann, ja, gute Frage.
Ich würde hier gerne ein bisschen Platz lassen, was die Decke angeht. Möchte diesen Raum nicht allzu hoch haben. Fünf. Höhe 5. Ja, doch. 2, 3, 4 hier. Fill da. Bis da mit Sea Lanterns. Dann kann ich nämlich keine weitere Blöcke setzen, sondern welche. Da kann ich die hier nämlich alle entfernen, weil ist beleuchtet. So. So. Das ist relativ karg, würde ich mal sagen. Also das so zu machen zumindest. Ne, das würde dem Design wirklich nicht schaden. Sieht sogar relativ gut so aus, würde ich sagen. Ja, doch, doch. Gut, dann den Rest würde ich. Gute Frage. Also eigentlich muss ich es aus Eisen bauen. Dann mache ich das jetzt auch mal schnell. Das kann ich jetzt leider nicht mit Fill machen. So. Denn ansonsten würde das hier nicht so funktionieren, wie es soll. Ich würde dann doch allerdings ganz gerne Quarz Block? Nee. Es ist so schlecht sichtbar, aber ich finde es auf Anhieb gut. Ich würde die gerne so abstützen mit diesen Quarz Pillars. Nicht mit Iron, weil das einfach viel eleganter aussieht als nur mit diesen plumpen Iron Sachen Dingenskirchens. Und dann kann ich den Rest hier mit Eisen nicht füllen, sondern bauen. Füllen könnte ich zwar jetzt in dem Moment, aber habe ich jetzt echt keinen Bock zu. So. Und also fast am Ende. Genau, dieser Raum soll Essen für die Mannschaft nicht wirklich generieren, sondern viel eher bereitstellen. Und zwar morgens, mittags und abends. Dementsprechend muss ich dann gucken, wo wie viel Strom zu welchem Punkt ausgehändigt wird sozusagen. Und dazwischen soll das dann aus sein. Genau. Ich mache das jetzt einmal hier so hoch. Fill. Da bis da, nein, da, ja, komm, mit ja, Folge
aus. Böse Folge. Blocks. So. Böse Folge. Hat uns gestört. So. Dasselbe machen wir. Huch. Dasselbe machen wir hier auch. Wir werden natürlich noch eine Technik einbauen müssen, die uns das die es uns erlaubt, das zu tun, was ich zu tun gedenke. Und böse. So. So, Iron Block. Jetzt haben wir nur einen fetten Raum. Mal wieder, würde ich mal behaupten. Hier fehlt es noch, natürlich. Und auf der anderen Seite fehlt es nicht. Gut, das können wir jetzt auch so einfach erledigen. Ich habe extra noch ein bisschen Spielraum gelassen. Für den Fall, dass wir ihn brauchen. So. Ja. Dann wäre der Raum jetzt ein richtiger Raum. Genau. Yep. Endlich. Aber. Ich muss sagen, das gefällt mir so jetzt nicht wirklich. Von der Seite aber nur. Okay. Gut, dann lassen wir das so, wie es jetzt ist. Ah, Raum ist unsymmetrisch. Weil zwei Blöcke und. Ne, ist doch symmetrisch. Okay. Hab nichts gesagt. Ist sogar. Hat sogar eine Einblockmitte. Seht ihr. Und. Da, man kann hierher latschen. Gut, der Eingang ist jetzt nicht ganz so symmetrisch, glaube ich. Zu dem anderen. Aber das liegt auch daran, dass der andere nur 2 und der hier 3 ist. So, Tische. Tische, Tische, Tische. Wir brauchen keine Sticky Pistons. Normale Pistons. Das da. Brauchen Schilder. Das sind in dem Fall die Brille. Welche Schilder und Schienen, ein bisschen normale Schienen und Minecraft. Genau. Ja. Aber dem widmen wir uns nicht jetzt, dem widmen wir uns in der nächsten Folge. Deshalb sage ich bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.